Der Willisauer Sprüchliabend wird Ihnen präsentiert von folgenden Firmen. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird geratscht und geklatscht. Es ist wieder Sprüchliabend in der Willisauer Beizen. Telenapfteli Zentralschweiz war dabei, auch dieses Jahr im neu eröffneten Gasthof Möhren. Hier seht ihr es und gehört es, unerhört es, witziges und geschämmiges, schier skandalös, seriös und anders. Fleissig haben die einzelnen Gruppen über das Jahr durch gesammelt, dann dichtet und Versli geschmiedet und gerade jetzt wird es serviert. Viel Vergnügen am Willisauer Sprüchliabend 2016. Es begrüßt Sie der Werner Bürkli. Wir wünschen viel Vergnügen mit weiteren Gruppen. Noch zu den Bauern. Der Dano und der Maga. Einen grossen Applaus. Hey, was machst denn du da? Ja, das siehst du doch. Ich stelle Material für den Bau von einem Lattenzaun zusammen. Wieso denn ein Lattenzaun? Deine Kühe sind ja schon lange im Stall. Rösser hast du keine mehr. Und die Frau wird dir ja kaum mehr davon laufen, dass sie jetzt noch einzäunen müssen. Stimmt. Aber seit neuestem subventioniert der Bund in der Landwirtschaft auch Lattenzäune. Und so verdiene ich für jeden erstellten Lattenzaun ein paar Fränkli dazu. So, siehst du, jetzt habe ich schon alles zusammen. Jetzt muss ich den nur noch auf Lauteren montieren. Und du willst dich noch auf Lauteren hindern? Du hast ja gar kein Auto mehr. Und der nächste Zug mit Postautoanschluss, was ist für den nächsten Morgen? Ganz einfach. Ich stelle mich an die Strasse, vis-à-vis dort von der Valiant, bei dieser Taxito-Haltestelle hin und dann nimmt mich sofort jemand mit. Ja, dann kannst du aber warten, bis du wieder oben wird nicht an dieser Haltestelle. Dort nimmt dich gar keiner mit, das sagt er. Aber das nicht verfrühst, könntest du ja nachher die Valiant über und jemanden ein wärmendes Kaffee holen. Gute Idee, das werde ich dann machen. Aber hoffentlich verschrecken die Bürofräulein nicht an meiner Latte. Gut. Und wenn es so wäre, dann würden die Herren diesen Frauen sicher ein bisschen beistehen. Denen klappt eben Zusammenarbeit. Das denke ich auch, aber sag mal, wie klappt eigentlich Zusammenarbeit unter den Banken hier zu Wieso? Ja, du, ich denke eigentlich schon gut. Wobei, sonst zu 9 könnten die von der Leifis oder von der Luca bist wieder mal in die Valiant vorbringen. Aber wieso fragst du das eigentlich? Ich habe gehört, dass bei den Banken untereinander auch Schnaps gehandelt wird. Sag ich, also das stimmt sicher nicht, das wüsste ich.
Doch, ein Mitarbeiter von der Luca B. hat bei Ricardo privat eine Flasche Grappa und eine Flasche Bacardi ausgeschrieben. Und weisst du, wer der Höchstbietende war? Nein, keine Ahnung. Der Bettig Willi von der Valiant. Hey, und das für 8 Franken Flasche. Ein warmes Schnäppchen hat er bekommen. Ah, ich glaube, ich muss mit dem Willi wieder einen trinken, in dem Fall. Aber lass gehen nicht ins Tübeli und schon gar nicht mit dem Auto. Also nicht ins Tübeli, das ist mir klar. Weil das Tübeli hat zu. Erwin ist ja 3 Monate. Musst du wieder runter. Erwin ist ja 3 Monate verreist. Und hat das Tübeli zu, ausser wenn die Wäschweiber ihre Wäsche haben. Aber warum sagst du nicht mit dem Auto? Da komme ich nicht raus. Lars, hast du eine gute Autoversicherung? Parkschaden deckt, stellst du einfach am richtigen Ort hin. Also, ich stelle es immer dort, hinter die alte Kräutermetzgerei. Oh, da kommst du aber im Trixli weg, du. Sicher nicht, das Trixli ist schon lange zu gross gewangen. Nicht das Säuli, das andere. Was? Und was jetzt, wenn der das Auto dort auf dem Parkplatz hinstellst, wo jeder gehört, oder, dann kann die brutal verrückt werden. Es kann sogar so weit gehen, wo wirklich passiert ist, dass sie das ganze Auto verkratzen. Und erst noch von einem König. Ja, hat sie wieder einmal ihre Krallen gezeigt. Kann sein, aber wo sie ihr geliebtes Säuli in wohlverdienten Ruhestand entlassen hat, dann ja, hat man schon ihre sentimentale Seite hat man schon gemerkt. Schau, sag dir, das Säuli, das hat sie nie weggegeben. Komm, das ist doch nicht so schlimm. Säuli kann seinen Ruhestand geniessen und Frau Grüter kommt von Grosswangen jede Woche ein neues Pack frische Spaghetti geliefert über. Ja gut, da hast du jetzt recht. Jetzt ist es halt einfach so, das Trixli ist nicht bei ihrem Säuli. Und das Büsi ist nicht bei ihrem Kater. Aber hast du auch schon gehört? Gäste vom Leuen da hinten sind neu SVP-Fan. Seit bekannt ist, wer die SVP Schweiz neu als Präsident wird führen. Hey, lass, das kann sicher nicht sein. Die Willisauer-Liberalen im Leuen werden nie SVP-Freunde. Schon sicher. Ich bin gestern im Leuen gesehen und habe selber gehört, wie einer von denen durch die ganze Beiz durchgerufen hat: Albert! Rösti! Stell dir vor, der neue SVP-Präsident würde später einmal Bundesrat und müsste Staatsgäste empfangen. Oh ja, du. Und als Hauptgang beim Essen würde Speck mit Rösti serviert. Dann würde die 100 Tage Probezeit als Bundesrat nicht überstehen. Apropos Probezeit. Ist die Probezeit vom Hildi im Leuen eigentlich auch schon abgelaufen? Natürlich. Hildi gehört ja schon zum Inventar. Die geht so schnell nicht auf. Dafür hat der alte Möhrenwirt aufgegeben. Macht ja nichts, jetzt ist er wieder offen. Und mit dem neuen Hotel beim Sportrockkunden haben wir ja jetzt ein zusätzliches Hotel in Willisau bekommen. Du meinst das schwule Hotel, Peter und Paul? Ach komm, das ist doch kein schwule Hotel, obwohl der Name einen Eindruck könnte erwecken. Ja, aber ich finde gleich, jetzt gibt es ja dort oben auch noch ein neues Sportlerhotel im Schloss Feld. Und dort müssen wir schon schauen, dass wir wegen der Frauenquoten und wegen der Gleichberechtigung, das fairerweise irgendwie Trixli und Griegli laufen dafür. Jetzt sind wir im Sporthotel oben, werden im Vergleich zu anderen Hotels sicher viel günstiger sein. Ja, also das ist ja klar, dass die anderen ein bisschen teurer sind. Die bieten auch einfach immer etwas Spezielles, etwas außergewöhnlich Schönes. Beim Pöstli zum Beispiel, die kostet das Zimmer sicher mehr, weil höchstwahrscheinlich der Blick auf die Wirte noch inklusiv ist. Das macht doch das so attraktiv. Oh, Frau Schwegler hat probiert, sich attraktiver zu machen. Hey, ihr Geschäft. Und hat vor dem Laden einen Topf mit Primalien gestellt. Doch eines Tages sind die ausgerissen gewesen. Und dann ist sie auch noch das Auto verkratzen, wie Frau Grüter. Nein, sie hat einen handgeschriebenen Zedui-Topf hingelegt mit dem Text: Welcher Schafsäckel hat die Primalien kaputt gemacht?
Gott sei Dank sind die Primali kaputt gegangen. Wegen diesem Ereignis ist nämlich die Juniorchefin Franzi jetzt jede Nacht auf der Lauer und ist darum auch die Erste, die den Brand beim Untertor entdeckt hat. Die Feuerwehr hat den Brand zum Glück sehr schnell unter Kontrolle gehabt. Vor allem auch wegen der tatkräftigen Mithilfe der Familie Schwegler, die mit ihrem Primali-Spritzkännchen den Brand gelöscht löschen. Gemäss Interview von Peter Johnny im Tele 1 hat ja die Feuerwehr wirklich einen sehr guten Job gemacht. Hast du ihn auch gehört? Ja, die Feuerwehr hat wirklich professionell gehandelt. Sie haben alles im Griff gehabt und haben das tiptop gemacht. Ich weiss aus meiner eigenen Erfahrung, dass die das wirklich sehr professionell gemacht haben und die haben wirklich ganz gut geschafft, die Feuerwehr. Hätten wir gescheitert Fleisch gefressen im Nachbarn. Und ich habe es wirklich gesehen und die haben wirklich super geschafft, die Feuerwehr. Also wirklich, muss man sagen, also wir haben das auch so gut gemacht früher, aber die Feuerwehr hat wirklich sehr professionell geschafft. Um die Täter von dieser Zerstörung von der Primali und von dieser Brandstiftung zu finden, wäre es sicher hilfreich gewesen. Wir hätten einen Fahndungsaufruf im Telenapf gemacht. Spinnst du eigentlich? Bis der ausgestrahlt wird? Wären die nächsten Primali schon wieder verwelkt gewesen? Stimmt, das dauert ewig. Im Millisauerboot wäre es wirklich schneller gegangen, es wäre gratis gewesen und hat erst noch die bessere Wirkung erzielt. Wieso meinst du die bessere Wirkung? Ja, das ist doch klar. Alles, was nicht kostet, wird viel mehr beachtet. Der Bernie. Der Bernie ist halt nicht beilagsubventioniert wie unser Staatsfernsehen. Die haben es viel einfacher, oder? Die können Sendungen machen, die werden immer geschaut. Die können sogar Servola-Prominenz bringen. Zum Beispiel in der Flaschensepp. Hast du die Sendung gesehen, die du beim Eschbacher siehst? Ja, natürlich. Hey, das würde ganz frech sein, was der für eine Frisur gehört. Orange, gelb, rot, grün. Nein. Gelb, rot, grün, blau. Sicher nicht. Ganz rechts ist gelb gesehen, grün, orange und links rot. Ja, meinst du rot wie im Schaufenster vom Schuh- und Sportmeier? Ich habe nämlich gesehen, dass der Pi in seinem Schaufenster Plakat für die Durchsetzungsinitiative von der SVP ausgestellt hat. Hey komm, vergiss es, nie und nimmer stellt der Pi sein Schaufenster in der SVP zur Verfügung und schon gar nicht für die Durchsetzungsinitiative. Mal, ich habe es selber gesehen, neben den weissen Schöfli-Finken sind ganz viele Plakate gesehen mit der Aufschrift «Alles muss raus!» Es durcheinander ein riesen Chaos, du. Etwa vergleichbar wie mit dem Belegungsplan von der Festhalle Mitte Dezember. Ja, gut, da war aber auch einiges los. Gewesen. Das war der Ringerfinal, gewesen, dann war das Feldmusikkonzert, gewesen, die Kleintierausstellung war auch noch gewesen, und das Konzert der Jodelfrauen. Die haben halt alle irgendwo ihren Platz gebraucht. Natürlich, aber es wäre doch gescheiter gewesen, statt dass man das Konzert von der V-Musik im Tenniszentrum gemacht hat, dass man das in der Festhalle gemacht hat. Und ich meine, die Kleintierausstellung, die Ornithologen, die hat man dann sowieso schon noch irgendwo untergebracht. Ja, das sagst jetzt du, aber das war eine eidgenössische Ausstellung. Vielleicht hätten sie an einem anderen Ort können, ja, da hast du recht. Ja. Vielleicht ist das umgebaute Sigristenhaus. Aber warum denn gerade in das umgebaute Sigristenhaus? Ja, ist doch klar, das sind so niedrige Räume, da würden sich die Kleintiere wohlfühlen. Das wäre prädestiniert für die. Und hinten aus hat es noch auf Hockuvalier, das hätte man Tauben hier tun. Lass, Willisau ist wenigstens etwas los. Es wird auch in diesem Jahr so sein. Hast du gehört, Willisau will sich für den Donnerstag Jass bewerben. Also, was heisst da bewerben? Ich meine, die Stadt Luzerner Bubis hier, die schlagen wir ja locker in der Vorausscheidung. Ja, natürlich, aber wenn das so einfach scheint für uns, dann müssen wir den jetzigen Schuppen anfangen, ein OK zusammenzustellen. Ja, also, dann fangen wir an. Dann würde ich sagen,
Als Präsident nehmen wir den Schallerseppi. Genau. Der könnte nämlich gerade ein paar Ämter miteinander perfekt besetzen. Der könnte Aktuar sein, Fotograf, Organisator, Sprachrohr und Dolmetscher für französisch sprechende Stargäste. Genau. Und da braucht es ja nicht mehr Menge, wo man müsste das OK kommen. Vielleicht könnte man noch die Tochter von Christoph dazu nehmen. Weißt du, Martullo Blocher, falls der Beamer breaks down. Oder für die allgemeine Disziplin an der Sitzung, weißt du? Hey, du! Schaller! Los! Nein, glaube ich nicht. Dreamer, du! Nein, du Dreamer, du! Nein, Schaller, schlaf! Nein! Geht's nicht. Können wir ja bei dieser Gelegenheit auch gerade die offizielle Melodie von dem Donstigjass ersetzen durch die offizielle Melodie vom SVP-Wahlkampfsong, oder? Und würde etwa so tönen, wo ein Seppi ist, ist auch ein Weg und so weiter, oder? Und dass du die Aufnahme das auch kann, findest, musst du vor der Jury vorsingen, oder? Und erst der kannst du drin, musst du dort können. Ja, das finde ich super. Und da könnte man zum Beispiel als Helfer-T-Shirt könnte man ja Edelweiss-Hörmli abgeben. Für den Seppi wäre sicher auch schon klar, unter welchem Motto die Veranstaltung müsste laufen, damit alle Willisauer wirklich hilfsbereit, offen gegenüber den vielen fremden Besuchern sind und so eine richtige Willkommenskultur können entwickeln können. Donstigjass würde unter dem Motto stehen: Wir schaffen das. Ja, das finde ich gut. Aber weisst was nicht geschafft? Hat nämlich ein Willisauer Schulleiter für sich richtige Pizza zu bestellen. Komm, das ist doch nicht so schwierig. Da läutest du im Menzo an oder in der Ringli-Pizzeria und bestellst einfach so ein Teil. Ja, das hat er mehrmals gemacht, dass er mehrmals beim einen angeläutet hat und beim anderen hat er sie wollen abholen. Immer wenn er den Hubi bei diesem gesehen und die Pizza nicht parat war, hat er sich grausam aufgeregt, warum man jetzt die Pizza noch nicht parat ist, die er ja vorbestellt hat. Hat es denn nicht irgendeiner gemerkt? Nein, er hat es nicht gemerkt, aber gemerkt haben sie es da, wo der Pizzabäcker, bei dem, der es bestellt hat, in die Schuhe angerufen hat und reklamiert hat, warum man sich die ganze Zeit Pizza bestellt und nie mit Papa. Ja, los, manchmal gibt es halt so Verwechslungen, das kommt in den besten Kreis vor. Der Verantwortliche von der Chorballerinnen von der U20 vom STV Willisau hat den meisten Pokal, den sie gewonnen haben, von 2014 eingravieren. Und weil er dort zumal gedacht hat, wir sind eh die Besten auch im 15. hat das 15. auch gerade aufgenommen. Das ist ja super. Zwei Aufträge, eigentlich zusammengefasst, hat er sicher viel gespart. Wäre schön und gut, nur Willisau ist der nicht Meister geworden, sondern Unterkult. Ja gut, in Zukunft wird einfach der Meister, der zuerst eingraviert hat. Aber ein Feier hat es dann trotzdem noch gegeben. Ja, ja. Du, an der diesjährigen Fasnacht gibt es auch sehr viel zu feiern. Du. Viele Jubiläen gibt es. Zum Beispiel 125 Jahre Karnöffelzunft. 55 Jahre Abfrauger ist auch noch. Und natürlich 35 Jahre Wäschweiber. Ja, eigentlich sehen ja die Wäschweiber schon viel älter aus, oder? Du, bescheissen die mit dem Jahrgang? Nein, die waschen halt ihre Kleider und sich selber sehr gewebschonend und bohren die frein. An ihre Kleider und an sie selber, dort lassen sie nur Persil. Oder Maga. Eigentlich hätte es aus diesen hübschen Damen ja eigentlich selber Werbeikonen geben für Pflegeprodukte oder so. Wäschweiber leben länger mit Kalgon. Nichts ist unmöglich, Wäschweiber. Du hast recht, die eignen sich auch für andere Produkte als Werbeträger. Mann, sind die dick. Quadrati
Sympathisch, praktisch, gut. Wösch Schwieber, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Sind Sie zu stark, bist du zu schwach. Nicht immer, aber immer öfter. Merci, dass es euch gibt. Hey, da hat man gerade noch eine gesehen, was du vorhin gesagt hast, nicht immer, aber immer öfter. Das ist ja der Werbespruch von Klaus Thaler. Und das weckt bei mir irgendwie so Erinnerungen, so, ich habe Durst. Und jetzt gehen wir nachher noch ein richtiges Bier nehmen, aber eben, irgendeiner wird schon noch eins spendieren und dann haben wir noch ein Bier trinken und dann gehen. Ja, ich hoffe einfach, die Beizer hier haben nicht etwa die gleiche Philosophie wie der Kronenberg-Eisenwaren. Die steht nämlich im Schaufenster neben diesen Tasten mit den Vornehmen nur so lange Vorrat. Das ist doch kein Problem. Die paar wenigen Tassen, die der Kronenberg noch hat, die werden bei ihm für 23 Jahre noch länger. Ja, aber komm jetzt haben wir genug geschafft und dich nimmt so, ich kenne mich mit der Fluter da, dieser Taxi-Haltstelle. Ich würde sagen, wir packen zusammen und gehen jetzt ein Bier nehmen. Genau. Der A und der Maga sagen nochmal für euch einen Applaus. Merci vielmals. Reportagen über Willisauer Sprüchli oben hat nur dank folgenden Firmen realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön.